Welche Symbole auf dem Desktop sichtbar sein sollen, kann man wie folgt festlegen. Man klickt auf Anwendungen, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Nautilus, einen Klick auf Desktop. Nun kann man hier festlegen, ob der Computer sichtbar sein soll, der persönliche Ordner, der Mülleimer oder das Netzwerk. Wenn einem der Name nicht gefällt, macht man jeweils auf den richtigen Schlüssel einen Doppelklick, ändert den Typ, Zeichenkette und setzt jetzt hier den neuen Wert, zum Beispiel als Ersatz für Computer. Okay, das war's schon.